Alles klar bei euch. Ja, wer hat's erkannt? Ich bin nicht hier. Wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich beim Zoom? Nein. Wo bin ich? Wir sehen hier da hinten in der Ecke eine wunderschöne alte Les Paul. Dazu kommen wir aber noch später. Eins nach dem anderen. Nein, nein, nein. Liebe Freunde, ich bin bei Mr. Starlight 1980 zu Hause. Er ist derjenige hinter der Kamera, der will jetzt nichts sagen, weil er ist ein bisschen schüchtern, aber das ist okay. Sag mal, du spinnst doch wohl. Grüß dich, jawohl, da hat er wieder gesagt, der ist vorbei. Okay, also, was haben wir hier? Ich bin hier gekommen, erstens mal, weil ich eine Gitarre von mir holen wollte. Und zwar, die kennt ihr schon alle, die ist die Ariane, die zeige ich euch nochmal nachher. Aber auch, habe ich ihn auch besucht, weil ich mal diese ganze japanische Gitarrenwelt mal ein bisschen durchchecken wollte. Ich fange mit dieser hier an. Das ist die wohl derzeit beste, die du hast, ne? Die derzeit beste, neben der Paula. Wir haben hier eine Aria Pro 2 1980 Explorer. EX900. EX900, dankeschön. Der Experte hat gesprochen. Huck. Dann haben wir hier, also die ist zusammengesetzt aus Teilen Mahagoni, feinst Mahagoni. Der Hals ist zusammengeleimt aus drei Teilen Mahagoni, auch. Hat zur Folge, dass der Hals insgesamt stabiler wirkt. Deswegen haben das die Japsen damals gemacht. Dann haben wir hier ein typisches Griffbrett einer Les Paul Standard, eben Palisander. Mit einem Binding, sehr fein gearbeitet, ja, also bei meiner Gloria, bei meiner Gibson Les Paul Custom, da merke ich schon einen Unterschied an den Binding hier, vom Übergang, vom Holz auf das Binding, da merkt man hier eine Rille, das ist hier nicht der Fall. Dann Perlmutt-Einlagen, ist das Perlmutt? Sieht aus wie Perlmutt, ist es Perlmutt, ja. Denke ich. Dann haben wir hier zwei Super Distortions drinne. Und ja, die typische Verschaltung einer Explorer halt, ja. Die Decke ist aus geregeltem Ahorn. Zwei Teile kann man vielleicht ein bisschen erkennen. Kann man erkennen? Starlight? Ja. Super. Ja. Also das Ganze ist sehr, sehr hochwertig. Ja, also ich habe ja auch schon Explorer gehabt von Grassroots. Ich muss sagen, die Gitarre, die bollert, ganz schön. Also qualitativ würde ich schon durchaus sagen, dass sie mit der Konkurrenz aus Amerika, dem großen G, mithalten kann. Ich kann es leider nicht vergleichen, weil ich keine Gibson Explorer habe, aber ich weiß, wie Explorer klingen, dass sie sehr viel Druck haben und die hier, die drückt wie die Sau. Wir spielen ich spiele jetzt die ganzen Reviews vor. Auf einem Line 6 ist bei der 3 75 Watt. Nicht meiner. Der Starlight, der hat ich auch eingekauft, ja. Gell? Weil die klingen ja alle die Kochtöpfe und. Das wollen wir, den Sound für die Kochtöpfe. Ja, jetzt wollen wir, das ist Metal Amp. Klingt genau. Klingt so Metallern. So Blech. Okay, ja. Ich habe jetzt mal ein Beispiel hier gezeigt. Auf der Gitarre. Ich mache jetzt den Hals nicht, weil. Dazu muss man puddeln können und das kann ich nicht. Vielleicht möchte der Starlight nachher noch ein bisschen was. Mal gucken, ich muss ihn überreden. Ich werde jetzt die Gitarre nochmal auf Drop D runterstimmen, damit ihr hört, wie die drückt. Ich meine, jetzt ist auf Standard E. Ja, so bollert die schon ganz schön.